Servus. Willkommen zur nächsten Folge von der Schatzsuche. Heute ist der große Suchtag oder einer von mehreren. Und zwar kriege ich später auch noch Unterstützung. Werden wir dann sehen. Jetzt sind wir auf dieser Fläche unterwegs hier. Leider in Straßennähe, etwas laut heute. Ich hoffe, man versteht mich vielleicht dennoch gut. Erster Fund ist eine Übungsmunition. So, kann losgehen. Hoffentlich finden wir noch Besseres. Nächster Fund ist eine Münze, Zinkmünze. Ich denke mal 10 Reichspfennig Kriegsgeld. Hier ist leider nicht nur sehr laut, sondern ist leider auch sehr stark vermüllt. Ja, ich bin jetzt runter auf 11 kHz und jetzt wird es etwas besser. Ja, sonst ziehst du nur Müll hier raus in der Nähe der Siedlung. Ein Stück Blei könnte mal schon wieder ein Siegel gewesen sein. Noch erkenne ich aber keinen Schlupf. Der nächste Fund ist ein Spielzeugauto. Unteres Chassis, ein Fahrwerk. Ja. Spielzeugauto. So. Immerhin besser als mit so wenig Knopf. Vierlicher Fund, eine Münze, sich legen. Segen, 50 Reichs. Nächster Fund. Ist aus kupferhaltigen Werkstoff. Sehr viele Filigran hier außen abgebrochen. Mit dem Loch. Könnte etwas älter sein. Schöne Patina hat es. Aber von der Verarbeitung her. Muss ich mich da wirklich ein bisschen im Dunkeln, was es gewesen sein könnte. Sieht fast aus wie ein Brillengestell. Aber das kann es ja wohl auch nicht sein. Okay. So, schauen wir natürlich auch Scherben. Keramikreste. Da eben beim Suchen auf gearbeiteten Flächen die Augen offen halten. Auf Füßen geht es natürlich nicht, aber ja, wenn man über den Acker geht, kann man durchaus wieder nach Luden auch mal mit die Scherben bei Funde erfassen. Ein Nagel vom Hufeisen und ein altes Werkzeug mit Loch drin für stetige Fläche. Mit hier eine Musketenkugel. Ja. Und ein Stück weiter schon wieder eine Keramik. Ja. Rotporigen Keramiken sind meistens älter. Wenn Lackierung aufritzbar oder anritzbar ist, auch. Nur zur Info. Der nächste Fund ist ein kupferner, ringförmiger vielleicht Verschluss oder Randumfassung für irgendein Bauteil. Der ist eine Musketenkugel. Wunderbar. Das ist ein Rad mit Speichen. Rückseite. Vorderseite. Könnte mal sind irgendwo vielleicht zu einer Eisenbahn oder so gehört haben. Die Räder sind auch ziemlich schmalgratig, wie so ein Eisenbahnrad. Möglicherweise gefunden. Das ist ein Knopf. Und zwar mit einem Glas-Inlay. Außen war mein Zielrahmen rum. Und die Rückseite ist blanko mit einer Öse noch dran. Ja, schöner Knopf. Münze, Zentimeterpfennig, 1924, eine Münze, und zwar sind diese Reichspfennige, zwei Stück, zwei Reichspfennig, von 1875. Die Trommel eines Revolvers sein, also eine Pistole, aber in dem Fall nur eine Spitzepistole. Dafür ist das Ganze nicht so stabil genug. Laut. Und hier ist eine Metallmischung. Unten war mal Eisen. Oben geht es weiter in Bronze. Hier ist eine Verzierung drin. Schafft. Das Ganze jetzt mal einfach mit der GPS aufgenommen, weil ich denke, dass es älter als 300 Jahre ist. Ich habe mich ein bisschen verarscht. Ich bin ein Motorradfahrer. Kaum war ich am Quatschen, kommt ein Mann mit dem Fahrzeug hier und sagt, er hat auch einen Detektor. Ja, Gerd und Sondelgast und dann noch von hier jemand, der auch mitsondeln möchte, mein Beginner, der auch anfangen möchte mit einem ganz einfachen Detektor. Ja, jetzt sind wir hier auf der Genehmigung und arbeiten weiter an der Kartierung.
Schauen wir mal, was wir finden. Ja, aus Metall kann ich die Zahnbürste nicht mehr finden. Die ist jetzt weg. Ja, der Gett ist fleißig. So, einen rundum Blick machen. Hinten. Oh. So, alle Werkeln. Machen zu. Ja, Moment, der tanzt, der muss rauf. Super. Ein wunderbares Stimmlädchen. Die fliegt vor wieder. Gett ist am Werkeln. Und der ist da. Alles okay. Eine Kartierung im vollen Gang. Halt, stopp, vergessen und nächster Fund, ein Ochsenschuh. Kleine Muttergottesanhänger. Und das dürfte vom Gewicht her vielleicht sogar Silber sein. Könnte sein. Aber egal, wie auch immer, super Fund. Freue mich. Ein religiöser Anhänger. Diesmal auf alle Fälle sehr, sehr leicht. Also auf alle Fälle Aluminium. Dennoch super. Klasse Fund. Öse noch intakt. Finde ich, aus der Hitlerzeit mit dem Symbol und den gebe ich jetzt ab. Die Tür werden gefunden, hier hinten, ja, wir sind gut am Arbeiten, gut vorwärts. Ja, ist doch der Vorteil, wenn man mit mehreren Detektoren arbeiten kann, weil müssen wir sonst verloren. Mit der riesigen Fläche jetzt wieder den Knopf, nächster Fund. So, und woher ich das weiß? Deswegen, weil die Mütze schon rausschaut. Das eine ist das eine, aber das andere ist das andere. Okay. Problem. So, ich brauche mal eine zweite Hand. Augenblick. So, geschafft. Ein Reichspfennig. 1875. Für das Spezialgebiet für den XP sind die sind diese winzigen kleinen Münzen. Hm? Dafür sind die hohen Frequenzen der XP-Deus eben super. Klasse. Ja. Könnte ein Siegel sein. Könnte, wie gesagt, na, ist ja leicht eigentlich. Ist nicht Silber, glaube ich. Von was weiß ich auch nicht. Taschenuhr vielleicht. Hm. Oder auch nicht. Bin schon schwierig. So, wir werden jetzt dann gleich die Genehmigung beenden. Zumindest so weit, wie wir heute kommen. Und auf einer anderen Genehmigung weitermachen. Der nächsten Genehmigung haben jetzt mal kurz den Detektor getauscht. Der Gerd hat mal den XP. Und probieren wir jetzt mal. Ich habe den E-Track. Und weiter geht's. E-Track ist ein schöner Kupferbeschlag. Auch hier wieder Nieten drin. Vorne abgebrochen. Ziemlich dick. Wunderbar.
und mit dem E-Drag ist ein Kupfer-Schlüsselanhänger. Drauf steht ESSO und auf der Rückseite ist sehr viel Text. Unter anderem, bitte bringen Sie diesen Schlüssel zur nächsten ESSO-Station, der Verlierer und so weiter. Kann man lesen. Ja, also, hatte ich noch nicht, deswegen klasse. Könnte, ja, es ist auf alle Fälle verziert hier, so irgendwie so eine Ecke drin, eine Ziehecke drin. Hier ist ein Loch drin. Ist zwar überwiegend Eisen. Dünn. Seltsam. Interessant. Auch das Programm Coins beim E-Track gewählt und was sind, finde ich, natürlich auch eine Münze. Ja, 50 Ersatzgeldpfennige. Ja, kann ich nicht lesen. Klasse Münze. Klasse, wirklich. Super. Haha. Heißt die Fusebatonhülse. Jetzt müssen wir schauen. Ja. Da vorne sind die anderen. Wir machen jetzt bald Feierabend.